Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen zum Krafttraining für Junggebliebene. Du kannst natürlich jederzeit mitmachen. Wir werden nur im Stehen Kräftigungsübungen machen für wichtige Muskeln, die wir im Alltag kräftig benötigen. Das sind natürlich auch ein bisschen unsere Arme. Das ist unsere aufrichtende Muskulatur, also unsere Rückenstrecker. Das sind natürlich auch die Beine, das ist unser Gesäß und das sind die tiefen kleinen Muskeln, die rund um die Wirbelsäule gehen, die uns auch stützen und unsere Gelenke schützen. Also ein bisschen Balance werden wir auch dabei haben. Wenn du wackelst, dann trainierst du. Also es darf auch gerne zwischendurch immer mal wieder wackeln. Bevor wir jetzt mit der Bewegung starten, richte dich zuerst auf. Stell deine Füße so hin, dass du ungefähr einen Fuß dazwischen Platz hast. Du bist zuerst mal auf den Außenkanten und drückst dann deinen Großzehenballen Richtung Boden. Dann müsstest du merken, dass du außen stehst, auf den Großzehenballen und auf den beiden Fersen. Und wenn du so stehst, merkst du hoffentlich auch gleich, dass du dich streckst in Richtung Himmel und aufrichtest, oder? Lass nochmal kurz abkippen und zieh dich nochmal auf die Außenkanten deiner Füße. Großzehenballen Richtung Boden, perfekt. Brustbein anheben, einatmen, beide Arme nach oben, ausatmen, wieder locker, einatmen, nach oben, ausatmen, locker, ein und jetzt zieh dich nach oben und zieh dich in alle möglichen Richtungen lang, rechts und links, dich strecken, Handflächen, Handrücken, wirklich durchbewegen, beug auch deine Knie mit, roll ruhig auch die Füße ab. Von der Fußspitze auf die Ferse, beweg deine Fußgelenke. Lass dann los, locker deine Arme aus, schüttel sie so richtig und geh am Platz. Und beginne ruhig klein, die Füße abzurollen und werde immer größer. Also versuch diese Bewegung immer größer werden zu lassen und die Arme, die schwingen, im gegengleichen Rhythmus, also immer wenn rechts das Knie hochkommt, schwingt dein linker Arm nach vorne und umgekehrt, sodass du auch eine kleine Bewegung in deiner Wirbelsäule spürst, so eine kleine Rotation. Und jetzt nimmst du die Arme, als wolltest du zum Walken gehen, das heißt, du nimmst sie im rechten Winkel neben deinem Körper mit. Dann wird es dir auch gleich warm. Ist ja auch wichtig, dass die Muskeln zuerst durchblutet werden, bevor wir sie stärken, die Gelenke geschmiert werden. Immer in deinem Tempo gehen. Tippe vorne auf, rechte und linke Seite, einmal die Fußspitze rechts, einmal links und dreh deine Brustwirbelsäule mit. Diagonal. Nimm dann die Knie etwas höher, versuch sie ein Stück abzuheben, die Füße. Und jetzt kannst du mit der gegenüberliegenden Hand auch immer zum Oberschenkel greifen. Beweg dich hier oben mit. Sehr gut. Und dann tippst du wieder vorne auf und lässt die Arme locker mitgehen. Und gehst am Platz. Geh einfach weiter, lass deine beiden Ellbogen jetzt am Körper und dreh deine Handflächen nach außen. Vielleicht kannst du auch mit dem Daumen nach außen drehen. Und mit den kleinen Fingern wieder zueinander nach außen und weitergehen. Raus und rein und spür, welche Muskeln du da, wenn du hintergehst, merkst.
Vielleicht die Muskeln zwischen deinen Schulterblättern und die Muskeln oben an der Schulter. Spür mal rein. Genau, die Ellbogen bleiben am Körper. Ganz bewusst hinten zusammenziehen. Halte die Arme außen, stopp. Und jetzt stell dir vor, du hast ein Springseil in der Hand. Nimm die Hand zur Faust und springe mal nach vorne. Jeder Schritt ist ein kleiner Kreis. Tschack, tschack, tschack. Genau. Schultern tief ziehen. Und das Ganze auch nach hinten. Ganz kleine Circle zurück. Dass du auch die Muskeln spürst, die dürfen auch mal brennen. Letzten Male. Und dann halte die Arme. Und lass locker. Schüttel die Arme aus, schüttel deine Beine aus. Versuch immer wieder deine Haltung zu bewahren, also dein Brustbein zu heben. Wenn du möchtest, kannst du dich auch irgendwo festhalten, wenn es dir sonst zu wackelig ist. Ansonsten lass jetzt dein rechtes Bein vorne. Ich mache spiegelverkehrt mit. Wenn du kannst, stützt du dich ein oder hältst dich irgendwo am Stuhl fest oder an der Wand. Und jetzt nimmst du deinen Unterschenkel und schiebst ihn nach vorne. Oberschenkel bleibt kraftvoll, Unterschenkel nach vorne. Spür die Oberschenkelvorderseite. Die Balance. Noch zweimal und löse, setz den Fuß ab, locker einen Moment aus, entspann dich. Anderes Bein, versuch zuerst wieder die Balance zu finden, Bein zu heben und kraftvoll nach vorne schieben. Noch zwei und entspannt absetzen, auslockern, ausschütteln. Die Beine sind hüftbreit geöffnet jetzt. Deine Knie und deine Oberschenkel, die sind parallel nebeneinander. Und wichtig ist, dass du dich jetzt nach hinten absetzt, als wolltest du dich auf einen Stuhl setzen. Die Füße gleichmäßig belastet und dann drückst du dich hoch und spannst beide Gesäßhälften so richtig an, die ziehen dich nach oben. Komm nochmal tief. Und wenn du hochkommst, Po anspannen. Klappt? Du kannst deine Arme auch mitnehmen, und zwar nach vorne. Und Gesäß. Mach in deinem Tempo und geh so tief, wie du dich wohlfühlst. Wichtig ist die Führung deiner Knie. Mach nur weiter. Ich komme zu dir. Noch vier Stück, oder? Kontrolliert.
2. Letztes Mal. Wenn du jetzt hochgehst, hebst du dein rechtes Bein zur Seite ab. Schau mal. Abheben. Und tief. Und wechseln. Tief und links. Abheben. Und tief. Jetzt nimmst du die Arme einfach mal zur Seite hier. Spannung. Ist leichter dann, oder? Vorne schließen. Hochkommen. Seitheben. Fußspitzen zu mir. Was wir jetzt noch kräftigen, sind die Außenseiten. Oberschenkel. Und jetzt lässt du eine Seite gleich oben. Versuch, kannst sie auch hier wieder festhalten. Jetzt versuchst du hier kleine Bewegungen nach oben. Außenseite. Geh noch 10, 9, Fußspitzen zu mir. 5, 4, 3, 2 und komm nochmal tief. Sehr gut. Komm hoch und letzte Seite. Fußspitze zu mir. Es darf wackeln. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und Arme lösen, Beine in eine Grätsche. Schüttel dich aus, so stehst du eigentlich gut, stabil, hoffe ich. Stütz dich auf, deine Oberschenkel auf und beweg deinen Rücken einmal in allen möglichen Richtungen durch. Und bleib dann aufgestützt mit geradem Rücken nach vorne. Jetzt kannst du dich jederzeit höher aufrichten, dann wird es etwas einfacher. Ansonsten bist du hier und hebst jetzt einmal nochmal den rechten Arm zur Seite und den linken Daumen in Richtung Decke. Und dann erinnere dich, wir haben das im Stehen vorher gemacht, ähnlich. Jetzt gehen die Ellbogen vor und zur Decke. Jetzt merkst du bestimmt noch mehr den oberen Rücken, Rückenstreckmuskulatur. Wenn es nicht mehr geht, dann legst du Pausen ein. Bleib oben, kleine. Halte hier und hacke jetzt mit deinen Unterarmen. Ganz kleine, schnelle. Spüren deinen Beckenboden, Bauchmuskel, tiefe Rückenmuskeln. Hacken, hacken, hacken. Noch 4, 3, 2. Aufrichten. Kleine Bewegung, aber schon anstrengend. Lass locker. Bleib aufgerichtet. Schließ beide Hände vor deinem Brustbein, die Daumen zeigen in Richtung Brustbein, die Ellbogen sind oben und jetzt gibst du Druck mit deinen Handballen aneinander. Also mal so richtig Druck geben, Brustmuskeln spüren und die Kraft halten, fest. Immer noch, immer noch, immer noch. Und kurz entspannen. Auflösen. Wirklich richtig die Brustmuskeln spüren. Vorne und hinten haben wir auch gekräftigt. Jetzt machen wir noch mal eine Runde. Gib Druck, Handballen aneinander. Fest, 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 fest. Atmen. Immer noch. Und wieder auflösen, entspannen.
strecken, mal so richtig lang ziehen, Beine abrollen, jetzt ruhig etwas enger kommen mit den Füßen. Ganz eng vielleicht sogar, ganz eng zusammen, die Arme lässt du locker. Und jetzt lass sie neben deinem Körper hängen, Brustbein ist angehoben und jetzt schiebst du dich hoch mit den Fersen. Es reicht auch ein kleines bisschen, kannst auch noch höher kommen und wieder tief. Bleib hier wie ein Brett, ganz aufgerichtet, heben und senken. Die Waden sind die Venenpumpen, die das Blut in den Körperkreislauf zurückpumpen, wichtig. Natürlich trainieren wir auch die Balance, wenn wir da hochgehen. Aber wie gesagt, es reicht nur, die Fersen so ein bisschen abzuheben. Muss ja gar nicht so hoch sein. Man darf auch die Waden spüren. Jetzt versuchen wir oben zu halten, so weit wie es geht. Kann ein kleines bisschen sein oder höher. Arme neben den Körper und wir hacken noch einmal, so wie vorher. Vor dem Körper, kleine. Bauch fest, Po fest. 4, 3, 2. Locker lassen. Beine auslockern. Die hast du bestimmt auch gespürt. Die Waden. Dann bleibe stehen, dreh die Daumen nach außen, zieh die Arme zurück, dehn deine Brustmuskulatur. Kannst jetzt ein Bein noch einen großen Schritt zurück machen, Fußspitzen in eine Richtung, Becken schiebt nach vorne. Und dann wirst du rund, nimmst beide Hände nach vorne. Den Rücken richtig schön rund werden lassen. Dann öffnest du nochmal, anderes Bein zurück, Daumen nach außen, Becken schiebt nach vorne, Fußspitzen in eine Richtung. Und dann kommst du locker wieder zurück, lockerst dich aus, Schultern einatmen, lang strecken, ausatmen, fallen, ein und aus, ein. Öffne die Arme, rechte Schulter zieht tief, lass den Kopf völlig entspannt nach links, spür die Dehnung im Nacken und lass hier ganz locker. Ganz langsam nach vorne, zur anderen Seite. Lass rechts ganz locker. Und dann löst du nach vorne wieder auf. Lass ihn kurz hängen. Richte dich ausatmend auf. Einatmen, beide Schultern hoch. Ausatmen, bewusst nach unten ziehen. Einatmen, hoch. Aus. Und noch einmal ein. Und jetzt denk daran, bewusst die Schultern tief zu ziehen und sie da unten zu halten. Spür einen Moment deinen Stand. Wie fühlt sich dein Stand an? Beginne nochmal da, wo wir vorher begonnen haben, bei den Füßen. Spürst du die Außenkanten, Großzehenballen, Fersen? Die Knie sind so ein bisschen durchlässig, nennt sich das, leicht gebeugt. Dann richtest du dich automatisch schon weiter auf. Das Brustbein zieht nach diagonal oben. Und vielleicht hast du eine Krone auf dem Kopf, die du in Richtung Himmel zeigen lässt.
immer mal wieder im Alltag an diese Aufrichtung denken. Das wäre wichtig, dann entspannt sich auch der Nacken und wir können freier atmen. Ich hoffe, du fühlst dich wohl in deiner Haut. Ich freue mich immer, wenn es dir gefallen hat, über ein Gefällt mir. Ich freue mich über einen netten Kommentar unter dem Video. Falls du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, vielen Dank natürlich. Der Link ist auch unter dem Video, nennt sich Steady, deine Unterstützung. Da könntest du mich mit 2,50 Euro oder 5 Euro monatlich oder 10, was du magst, unterstützen. Dankeschön. Freue mich natürlich auch, wenn du ganz einfach so dabei bist. Du kannst ja meinen Kanal kostenfrei abonnieren und dann die graue Glocke drücken und dann bekommst du Info, wenn wieder ein neues Video von mir online geht. Ansonsten schau auf die Infopunkte, da findest du vielleicht Videos, die dir auch gefallen könnten. Oder du gehst auf meinen YouTube-Kanal und suchst da in den Playlists, da habe ich meine Videos nämlich nach Themen schon geordnet. Ich freue mich auf jeden Fall auf unser nächstes gemeinsames Workout. Bis dann!